gerade bei dieser Strecke zwischen Putzbrunn und Harthausen, wo ich selber zu Hause bin, weiß ich noch, wie ich als Bub hier auf der Startstraße in wirklich nicht ungefährlicher Situation geradelt bin. Meine Eltern voller Sorge waren. Jetzt freue ich mich, dass meine Kinder sicher auf einem Fahrradweg fahren können. Im Zusammenspiel Bund und Land sollen die nächsten 4 Jahre alleine in Bayern 400 Kilometer neue Radwege an Bundes- und Staatsstraßen entstehen. Wie hier eines der ersten abgeschlossenen Vorhaben an der Staatsstraße 2079 zwischen Putzbrunn und Oberpframmern. Im Landkreis München werden weitere folgen, beispielsweise in der Gemeinde Sauerlach bei Lanzenhaar oder bei Lustheim in der Gemeinde Oberschleißheim. Eine Radschnellverbindung wird die Landeshauptstadt mit Garching-Hochbrück verbinden. Gerade die neue Technologie der E-Bikes macht es möglich, dass man auch über Land weite Distanzen mit dem Fahrrad genauso umweltfreundlich wie sportlich überwinden kann. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreier sieht das Fahrrad nicht nur als Freizeitfortbewegungsmittel an. Die Unterhachingerin möchte, dass bis zum Jahre 2025 dann 20% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Wir haben aus meiner Sicht 2 Aspekte, die wichtig sind. Der eine Aspekt war bis Anfang März auch schon da, das ist die Frage des Umweltgedankens. Wir alle wollen natürlich, dass im Zuge des Umweltschutzes jeder von uns sich überlegt, wie weit er wirklich das Auto braucht oder ob es nicht gute Alternativen wie den ÖPNV oder eben die Radwege gibt. Der zweite Teil ist durch Corona nochmal dazu gekommen. Wir alle haben ein hohes Interesse daran, den Gesundheitsaspekt nicht zu vernachlässigen. Und das ist zum einen natürlich die Abstände zu halten, zum anderen aber auch die eigene körperliche Fitness. Und da ist das Rad natürlich ein sehr, sehr schönes Angebot. Das Schaffen neuer Wege für den Menschen soll aber keine Wege für die Tierwelt abschneiden. Somit wird verantwortungsbewusst auch in den Amphibienschutz investiert, wie hier bei Harthausen in eine dauerhafte Amphibienschutzanlage. Es handelt sich um ein System aus Beton und Stahl, das parallel zur Straße verläuft und beispielsweise Frösche leitet und dank Tunneldurchlässen das sichere Queren ermöglicht. Rund 2 Millionen Euro wurden insgesamt in diesen neuen Radweg investiert, der jetzt eröffnet wurde. Gestaltungskraft vor Ort ist vor allem dann erfolgreich, wenn Bund und Land Hand in Hand arbeiten. Das heute ist so ein ganz typisches Beispiel. Wir machen das Radwegenetz für ganz Bayern. Und natürlich ist es mir wichtig, dass wir von Bund und Land das Geld gemeinsam in die Hand nehmen. Wir brauchen Geld, damit wir da auch dem Freistaat Bayern zur Seite stehen können. Aber das ist nicht alles, sondern es muss dann eben auch umgesetzt werden. Und da helfen manchmal auch die kurzen Verbindungen, die wir in der CSU zu unserem Bundesverkehrsminister haben. Heute stehen wir genau in Putzbrunn an der Stelle, wo es funktioniert hat. Und wenn alle Ebenen miteinander helfen, und das klappt hier sehr gut, dann kriegen wir auch mehr Radwege.